Richter des Todes. Öffnen Sie die Tür der Kathedrale. Ach, hier kann ich Power-Ups machen. Okay, wie mache ich Power-Ups? Das sind ja immer noch die Scheißdinger. Ein Schild umgibt Ihren Körper und schützt Sie für bestimmte Zeit. Ich kann ja gar keine neuen Fähigkeiten kaufen, aber ich glaube, die kriegt man so automatisch irgendwann dazu. Keine Ahnung. Wir machen einfach weiter. So, Auftrag beginnen. Bam, hier. So, erstmal gucken, wo wir hin müssen, was es geht hier. Es ist ein Kriegsgemälde. Ah. Es ist ein Kriegsgemälde. Ah. Es ist ein Landschaftsbild mit einer ganz merkwürdigen Stimmung. Ja, kann ich verstehen. Oh, da ist die Sonne. Warum gehe ich jetzt... Ach, geht weg, ihr blöden Kackbratzen, ey. Ich hab keine Zeit für euch. Schattendate. Mein Zalando-Paket kommt. Weichet. Da. Da. Toll, das stört ihn überhaupt nicht. Jetzt kommen ja immer mehr von denen. Jetzt hört doch mal auf mit dem Scheiß. Nee, ist nicht. Geh weg. Ja toll, über ihn rübergesprungen, ja. Weil ich krass bin. Boah, Alter. Wie viel kommen denn jetzt noch? Warte. Das ist ja langsam mal gut. Aua. Ich wurde getroffen. Oh, danke schön. Da hat mir wohl jemand geholfen. Finde ich voll nett. Schneller schießen. Schneller schießen. Okay, ich glaube, das war's. Ich gehe jetzt erstmal durch die Tür da ganz hinten. Ich hätte da als erstes durchgehen sollen, aber ich dachte mir, hey, ich gehe mal hier lang. War eine blöde Idee. Aber macht ja nichts. So, wir gucken erstmal, ob wir hier durch können. Genau, wir können da durch. Easy peasy. So. Willst du hier was kaputt machen? Jawohl. Ach, guck mal, da ist wieder der komische Gott, der hier. Oh. Fragment der blauen Kugel. Auch bekannt als Fragment des Lebens. Macht aber nur ein Viertel des Ganzen aus. Ja, das wissen wir schon, das haben wir schon gesehen. Danke. So, hier können wir immer uns Sachen kaufen. Die möchte ich mir aber gar nicht kaufen, weil... hab eh nicht genug rote Orbs. Und außerdem will ich eher so leveln und so. Aber für die Level-Ups brauchen wir natürlich auch viel... ja, rote Orbs. Ich hab's vergessen, sie respawnen ja einfach. Hör auf, mich zu blocken, du Arsch. Ey, ist mir egal, ob du blockst. Was hast du denn in die Fresse? Die Tür ist verschlossen. Aber ein rostiger Schlüssel könnte helfen. Okay, wir versuchen diesen rostigen Schlüssel zu finden. Ja, ich weiß, dass du aufstehst. Ist jetzt nichts Neues für mich. Ciao. Moment, warte, den nehme ich noch mit. Oh, was haben wir denn hier? Das ist ein Bild eines Mannes mittleren Alters. Und auch hier diese Musik. Oh, was ist das denn? Das ist die Skulptur einer Frau im Todeskampf. Ein Schwert ragt aus ihrer Brust. Moment, ich höre eine Stimme. Ich bin Alastor. Die Schwachen werden mir ihr Herz geben und ewige Treue schwören. Au.
bei der Macht von Grayskull. Ha, kann ich auch. So, wir haben ein neues Schwert, geil. Alistair. Der Besitzer von Alistair kann sich blitzartig schnell bewegen und fliegen. Huha, hi. Na, stimmt gar nicht. Wo kann ich fliegen? Da sehe ich nichts von, ne? Nur Lug und Trug. Schweinerei. Ich dachte, jetzt kommt eigentlich der Devil Mode, aber. Naja. Irgendwie nicht. Ich mache jetzt mal wieder alles kaputt. Was steht hier? Es gibt Listen über die Ackerfrüchte, die von den Lehnsmännern geerntet wurden. Komischerweise schwankte die Erntemenge ständig. Und manchmal wurden Winterfrüchte im Sommer geerntet. Oh Gott, wir sind hier in einer ganz, ganz großen Sache auf der Spur. Es gibt ein Buch zur Geschichte dieser Burg. Demnach wurde im späten 12. Jahrhundert das ursprünglich als Zitadelle errichtete Bauwerk mehrmals umgebaut. Im letzten Satz des Buches heißt es: Warum haben die nachfolgenden Burgherren so oft und unnötigerweise umgebaut? Waren sie von irgendwelchen bösen Dämonen besessen? Oder sie waren einfach nur krasse Betrüger, weil wer Winterfrüchte im Sommer erntet? Boah, ne? Du, der schubst auch Kinder von Fahrrädern. Das sag ich dir. Es gibt ein Buch über die Verwaltung der Burgherren. Zuletzt erhoben sie wahnwitzige Steuern und führten barbarische Hinrichtungen durch. Warum lese ich das überhaupt? Wie, warum? Wir sind in einer ganz dicken Sache auf der Spur. Ich meine, Winterfrüchte als Sommerfrüchte ausgeben, das ist schon krass. Hier sind keine besonders interessanten Bücher. Ich sehe auf der anderen Seite einen Raum. Es muss auch einen anderen Weg dorthin geben. Ja, es könnte sein. Vielleicht hier oben rüber, wir werden mal gucken. Was haben wir denn da? Ein Sensenmann, der dem Teufel sehr ähnlich sieht, ist dargestellt. Dort ist auch ein Schlüssel. Soll ich ihn nehmen? Nein. Oder doch? Na gut. Rostiger Schlüssel. Jetzt kann ich zumindest da schon mal rein. Das ist doch ganz nett. Oh, ich muss weiterlesen natürlich. Hier ist ein Ausspruch eines bedeutenden Propheten, der einst die Burg besuchte. Pluto wird am Tag der Verheißung kommen und Himmel und Erde trennen. Aber einer mit schwarzen Flügeln des Verrats wird ihn aufhalten. Achso. Hier ist ein Ausspruch eines bedeutenden Propheten, der einst die Burg besuchte. Pluto wird das hier, Himmel, Erde, kaputt, alles weg. Okay. Und hier ist er auch nochmal, Mann, ey, der hat aber große Bücher geschrieben, geht über die ganze Wand. Was haben wir denn hier? Über einen merkwürdigen Vorfall in der Kathedrale steht Folgendes geschrieben. Es geschah in einer heißen, schwülen Nacht. Die Säulen knirschten und die Statue eines Gottes verschwand. Wir verschlossen sofort die Kapelle in der Hoffnung, dass uns eines Tages ein aufrichtiger Befreier mit starkem Herzen retten würde. Nicht Retter, ein Befreier, alles klar. Steht das Gleiche hier auch? Der Befreier kommt auch hier anscheinend, alles klar. Gut. Nimm mal auf die andere Seite. Tisch kaputt machen. Oh, was habe ich gefunden? Gewehr, What? Das ist ein Präzisionsgewehr. Für große Distanzen. Hohe Zerstörungskraft auf kurze Distanz. Das ist also dann, alle anderen Spiele liegen falsch. Das ist ein Präzisionsgewehr. Jetzt wissen wir es endlich. Wie kann ich denn diese Waffen wechseln? Schnell, gibt es hier so eine Schnellwahltaste? Nein. Ja, komm her, du Arsch. Ich weiß nicht wer, aber irgendeiner kommt. Wie kann... Moment. Nein. Moment. Wie kann ich denn hier jetzt... Kann man auch irgendwie... Nein. Aha. Ja gut, ich habe eine Karte, aber ich kann mit der nicht interagieren. Das ist ja doof.
Ja. Gut, dann halt nicht. Braucht man ja auch nicht. Ist ja unwichtig. Diese Bücher handeln von schwarzer Magie und Ritualen aus aller Welt. Aha. Ja, das denke ich mir auch so manchmal. Aha. So. Ich würde eigentlich schon gern wissen, ich muss ja irgendwie auf dieser Karte Dinge tun können, die andere nicht tun können, und zwar auf Gegenstände kommen. Nein. Irgendwie muss das gehen. Ich muss herausfinden, wie das geht. Wie funktioniert das? Verdammt. Aha. Aha. Okay, ich habe schon mal herausgefunden, wie man... So, pass auf, so. Ich habe herausgefunden, wie man das hier ändern kann. So, es gibt ganz schön viele Etagen hier, merke ich gerade. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie genau ändere ich das da? Na, das wissen wir noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen, müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Skill für haben. Das weiß man nicht. Vor allem, das steht... Ja, nee, doch, stimmt auch. Wie kann ich denn da... Also... Hä? Hier ist ja noch was. Da. Naja, irgendwie würde das schon gehen. Ich werde es noch herausfinden. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. So, wir haben jetzt ein geileres Schwert. Das heißt, wir machen jetzt hoffentlich ein bisschen mehr Schaden. Das heißt, wenn man jetzt alle... Okay, hier ist gar keiner mehr da. Gut. Sie haben den rostigen Schlüssel verwendet. Gut. Das finde ich gut. Oh, Springbrunnen. Guck mal, hier könnte ich doch... Was? Will jemand Stress oder was? Flips schleicht direkt aus. Warum kommt die Kampfmucke? Es ist eine Engelstatue. Wächter einer Gottheit. Ach, da oben sind die. Hallo. Ach, am Arsch. Muss ich da jetzt hoch oder was? Na gut, pass auf. Ich komme. Ja, Moment. Ich bin doch schon auf dem Weg, Mann. Jetzt bleib doch mal ganz geschmeidig. Meine Güte. Seid aber auch, ne? Mann, ich kann mich so blitzschnell bewegen. Also, das ging vorher nicht. Ich dachte, er kann sich unsichtbar machen. Da war er cool, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Er kann sich nämlich gar nicht unsichtbar machen. Okay, ich komme runter. Ich komme runter. Ich komme runter, Kinder. Direkt beim ersten Versuch. Läuft. Also die Steuerung ist nicht so ideal. Warum habe ich da komische Zeichen? Was bedeuten die Zeichen? Aua. Ah. Ach so. Ah, jetzt kann ich hier. Zack, pang, puff, Junge. Läuft. Okay. Habe ich das auch herausgefunden, wie das funktioniert. Aber das ist schon sein Devil Mode. Denn der gute Dante hat ja auch einen Teufelsmodus und dann... eine Dämonenform. Abgewehrt mit meinen Kugeln, Bitch. Geh weg. Ja. Hat er auch. Hier, von da bin ich gekommen. Ich weiß aber nicht, ob das die schon ist. Keine Ahnung, das könnte sein. Ich weiß es nicht. Cool. Da wollte ich gar nicht hin. Naja. Ich dachte, ich kann da rüberspringen, aber es geht anscheinend nicht. Dann halt nicht. Was haben wir hier? Es ist eine Engelstatue, Wächter der Gottheit. Ja, ja, gut. Hier auch? Natürlich. Na gut. Interessiert mich nicht. So, wir gehen jetzt hier durch. Ah, blöde Hand, ne? Mal weg, ich muss... Hallo. Blöd oder was? Ich will Bilder gucken. Verpiesel dich. Da, hier. In die Fresse oder in den Bauch, ist mir auch egal. Aua. Ah, es war nicht so gut. Ich wurde getroffen, aber ist egal.
Was ist hier? Ich will das Bild gucken. Ich kann die Bilder nicht gucken. Was soll denn das? Finde ich aber nicht gut. Es wertet das Spiel direkt ab. Ich möchte Bilder gucken. Gib mal her. Hm. Hier steht etwas geschrieben. Ein Gott steht vor dir. Dränge den Gott mit deiner Kraft zurück, um den Weg zu öffnen. Oh, kein Problem, hier. Siehst du? Kein Thema, aber ich gucke erstmal da hinten. Hier steht etwas geschrieben. Ein Gott steht vor dir. Achso, das steht da drauf. Ja, dann. Hier unter dieser Öffnung steht etwas geschrieben. An diesem Ort versammeln sich die helfenden Seelen. Aha. Ja, was... Das verstehe ich nicht. Das ist mir zu kompliziert. Ich mache das jetzt einfach weg und gehe da runter, so. So. Oh mein Gott, eine Geheimtür. Wer hätte das erwartet? Ich glaube, an das Level kann ich mich sogar erinnern. Also an das Setting. Am Meer aber auch nicht. Stab der Gerechtigkeit. Ein Stab, der mysteriös... Das ist natürlich eine wichtige Info. Es ist der Stab der Gerechtigkeit. Was er macht, ist völlig egal. Das ist auf jeden Fall ein Stab, der mysteriös leuchtet. Und er leuchtet nicht irgendwie, ja? Nicht hell oder dunkel oder sanft oder grell. Nein, mysteriös. Ja. Also es ist auch ein bisschen... Man muss auch sagen, das Spiel hat schon einiges an Trash-Faktor. Haben alle Teile, das macht die aber auch so, ich finde, das macht die schon cool. Hä, achso, Moment, soll ich von hier da hinten durch? Ich habe keine Ahnung. Aha. Das macht die auch schon cool, finde ich. Achso. Aha. Ich habe schon wieder vergessen, was soll ich hier eigentlich öffnen? Irgendeine Tür. Aber welche Tür? War ich hier? Achso, doch, da oben war ich ja sogar schon drauf. Ich gehe mal einfach wieder zurück. Nö, okay, ich gehe nicht zurück. Alles klar. Blöde Schlampe. Ja, komm nachher, kriegst auf die Fresse. Volles nervige Lachen, ey. Also, dich lade ich nicht nochmal auf ein Date ein. Euch. Oh, die haben aber große Dinger. Aua. Aua. Wie block ich die denn in die Saftsäcke? Geh in die Fresse, ey. Ich weiß ja nicht, wie man die blocken kann. Ich glaube, man kann auch echt nicht blocken. Man muss das mit Ausweichen, also naja, ausweichen, mit Wegspringen machen. Oder man muss einfach zuhauen und man blockt automatisch. Aber die. Alter, die lachen immer noch. Aber die also. Nee. Weißt du, die Gegner können. Ganz viel zum kaputt machen. Schießen! So, alles töten. Ich bin jetzt der Unkrautvernichter Nummer 1. Ja, ja. Ach so, hier ist ja noch was gewesen. Richtig. Da bin ich ja gar nicht durchgekommen. Jetzt aber hier, zack, mache ich alle kaputt und dann komme ich da durch. Hoffe ich zumindest. Boah, wie der weggeschnetzelt wird, ne? Richtig krass. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Am besten, ihr geht alle weg. Ist besser für euch. Oh, ich habe daneben gehauen. Ich glaube, bei einem späteren Teil kann man blocken oder zumindest ausweichen. Das ist sowieso was, was mir an alten Spielen des Öfteren mal ein bisschen fehlt. Ausweichen oder blocken. Hey, 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 was soll denn das? Das machen die nicht zu ihrer Marionette, was soll denn das? Warte, ich muss die Dinger einsammeln. So, noch einer, du bist noch da. So,
So, jetzt bist du weg. Hör mal auf, das geht nicht auf. Aua. Eine unglaublich starke Macht hält alles fern. Bevor ich dem Löwen gegenübertreten kann, benötige ich ein Zeichen. Was für ein Zeichen? Ein Zeichen der Libelle, oder wie? Warte, wo? Ach, Moment, warte mal, die sind aus dem Bild gekommen. Vielleicht hätte ich jetzt... ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich jetzt aus dem Bild irgendwas bekommen, weil die waren ja vorher in dem Bild drin, dann auf einmal nicht mehr. Sehr komisch, ja, aber irgendwas muss das ja auch zu bedeuten haben. Ach, komm, jetzt sind die wieder da. Das ist voll doof, dass die alle mal respawnen einfach, ne? Ah ja, ich mache euch alle kaputt hier. Weil dann halten die auch nichts aus, weißt du? Boah, geil, Alter. Das ist cool, ich kann Blitze verschießen, das ist voll nice. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Hier unter dieser Öffnung steht etwas geschrieben. An diesem Ort versammeln sich die helfenden Seelen. Was willst du mir denn damit verdammt nochmal sagen? Ich weiß es nicht. Hier, soll ich den hier machen? Na, wahrscheinlich nicht. Ich geh nochmal hier runter. Denn irgendetwas muss ich ja wohl über... Wobei, warte, Moment! Ein Zeichen. Ich habe dieses mysteriös leuchtende Zepter, das ist doch wohl Zeichen genug. Oder sehe ich das falsch? So, jetzt ist hier nichts mehr drin. Toll, das war's jetzt. Wozu brauche ich denn dieses komische Zepter? Es leuchtet mysteriös. Das müsste doch reichen, um alles zu tun, was ich tun will. Ha. Warum ist die Musik? Ich verstehe das mit der Musik noch nicht so ganz. Vielleicht macht die auf etwas aufmerksam. Kommen die überhaupt zurück? Nö, ne? Okay, da ist nichts mehr. Alles klar. Wo war ich denn noch nicht? Das weiß ich leider auch nicht. Aber, naja. Was? Nee, doch, ganz vorne konnte ich sogar rein. Ganz vorne war auch gar nichts. Ach, geh weg, lass mich in Ruhe. Ich hab keinen Bock, verpiesel dich. Weg, 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 weg. Boah, ich sag euch, wenn ich wüsste, wie ich die Waffen wechseln kann, ne? Werde ich zum Zeitpunkt, wo ihr das seht, wahrscheinlich schon wissen. Es wäre aber hilfreich, wenn... ich das jetzt schon wissen würde. Das wäre echt toll. So, geh weg. So, es ist ein Landschaftsbild. Ja, ja, Landschaftsbilder sind immer eine tolle Sache. So, hier, geile Mucke. Nee, hier ist nichts. Nein, nein, nein. Ach, hier ist der komische Homunculus wieder. Bringt mir da auch nichts. Viele der Bücher sind Aufzeichnungen von Gerichtsverhandlungen aus jener Zeit. Bei den anderen Aufzeichnungen handelt es sich um Ernte- und Geburtslisten. Das ist ja höchst interessant. Da könnte ich schon Chroniker werden. Boah, ich verwandle mich direkt wieder. Der sieht aus selber wie so eine komische Marionette, wie so ein komischer Dude, der komisch ist. Ach komm, geh weg. Warte. Da. Nein, gib her. Hier ist noch... Aha. Ich weiß halt leider jetzt nicht, ja? Wo muss ich denn was hier eingeben? Das ist so ein bisschen blöd gerade. Also wozu brauche ich dieses komische Zepter zum Beispiel, was mysteriös leuchtet? Absolut keine Ahnung. Weg, weg, weg. So, geh weg, lass mich in Ruhe. So. Aber hier war ich ja auch schon, ne?
Es ist eine Figur des Totenrichters, ach, des Todesrichters. Anscheinend sollte der Richter etwas in Händen halten, aber das haben wir jetzt. Soll ich diesen Gegenstand verwenden? Stab. Ach so, ja, na klar, hau rein. Ich wollte schon sagen, er hat vor das Schwert, aber macht auch Sinn. Ach so, damit habe ich den ganzen Auftrag erfüllt. 25 Minuten habe ich gebraucht. Naja, ich sag mal so. Geht ja wieder C-Rang. Also ich fahre hier eine straighte Linie. Ja, C-Rang. Aber ich gucke mir nur noch alles an. Jetzt die große Frage. Naja. Ich speichere einfach mal.